Liebe Zuschauer, meine sehr geehrten Damen und Herren, da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei der täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen. Herzlich willkommen zu Megional. Heute ist Donnerstag, der 21. Januar und ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen und eingeschaltet haben und wieder mit dabei sind. Guten Abend und Glück auf! Zeit für Wintersport, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aktuell bieten sich ja oben auf dem Kamm gute Bedingungen für die Freunde der schnellen Bretter in den Loipen. Ob nur gemütlich oder eher sportlich ambitioniert, spielt dabei nicht die große Rolle. Der Genuss und die Erholung sind das Wichtigste. Der Wintersport, also speziell Langlauf, kann in Reizenhain auf eine lange Geschichte verweisen. Wir haben mal im Archiv gekramt und dabei dieses Wintersportschätzchen gefunden. Unsere Zeitreise führt uns in das Jahr 1996. Damals war der Ort Reizenhain das Mekka für alle Volksskisportler aus der Region. Aber damals haben wir auch eine kleine Zeitreise hier in diesem Ort unternommen. 100 Jahre Skisport wurde hier betrieben. Was die Veranstalter mit diesem Event vor 20 Jahren erreichen wollten, erfuhren wir von Harry Hunger. Ja, wir hoffen natürlich, dass der heutige Tag wieder Ansporn für neue Initiativen im Wintersport ist, weil gerade Reizenhain doch eine große Tradition hat. Nicht nur der Grenzlandlauf, der Erzgebirgskammlauf. Alle großen Wettkämpfe fanden eigentlich hier auf dem oberen Erzgebirgskamm statt. Und wir hatten also zu den letzten Grenzlandläufen weit über 1000 Teilnehmer aus 100 Sportgemeinschaften der gesamten damaligen DDR. Nun ist ja die Familie Hunger ganz aktiv. Der Bruder, der Dietmeister, seit dem Orgbüro bist du auch aussagekräftig und kannst mal erzählen, wie wir gemeldet haben. Also es haben ca. 120 Sportfreunde gemeldet und was heute früh 9 Uhr bereits hier los ist, in einer Stunde ist Start. Wir glauben also, dass mindestens 150 Teilnehmer an diesem ersten Volksski-Wanderung oder Ski per Ski oder Fuß teilnehmen werden. Wo hat denn der Harry dieses schmucke Kleidungsstück her? Also dieses schmucke Kleidungsstück stammt nicht aus unserem Archiv, sondern ich habe es von älteren Leuten aus der Umgegend zusammengetragen, auch das Skimaterial. Aber es ist doch noch auf jedem Boden was zu finden. Hier nun weitere Stimmen, wie Herr Hengst aus Neuhausen. In Reizenhain sind etliche bei Sportclubs gewesen, zum Beispiel der Thomas Deutsch oder andere, die hier in Reizenhain mit groß geworden sind. Aber später bin ich nach Neuhausen und habe dort Kinder trainiert und da habe ich natürlich unter meinen Fittichen Konrad Winkler mit großgezogen. Wenn Sie den Wintersport 1996 so auf deutscher Ebene betrachten, ja, was fällt Ihnen dazu ein? Ach naja, unsere Hoffnung liegen bei unserem Nachwuchs von Neuhausen, Janko Neubert. Und allgemein wünsche ich vor allen Dingen unseren Sportlern aus unserem Erzgebirge recht viel Erfolg. Auch er war dabei, der Landrat Albrecht Kulsdorf. Reizenhain kenne ich noch vor 20, 25 Jahren, wo man selber als Kind oder Jugendlicher gelaufen ist, im Grenzlanglauf. Es war ja immer eine Hochburg in Reizenhain. Und weil halt wie das erste Mal hier so eine Wintersportveranstaltung durchgeführt wird, kann man natürlich nicht dran vorbei. Ne? Und ich freue mich eigentlich so drüber, dass ich halt selber die Schneeschuhe angeschnallt habe. Mit dabei auch der Hengst Fritz. Wie war eigentlich die Ausbildung hier in Reizenhain? Wir haben eigentlich hier fast alle Jugendlichen in der Umgebung von Keyhead-Besatzung hier in Reizenhain gemeinsam Wintersport gemacht, Langlauf, besonders Biathlon muss ich unterstreichen, das war ja dann unser Zentrum. Mhm. Wir haben viele junge Leute hier nach Altenberg, nach Zinnwald geschickt zur Schule, die auch gut mit daran beteiligt waren, dass der Biathlon-Sport in Deutschland zu einer Spitzensport entstanden ist mit Elderlein und Weißbach zusammen und später Schwarzenberg. Es war hier die Grenzlandläufe. Wir hatten den 6 Jahre lang haben wir auch einen Etappenlauf gemacht. Das gab es noch nirgends als wie hier oben. Das ist eine alte Salzstraße. Die kommt von Hamburg über Halle, Leipzig, Kamps, Marienberg, Reizenhain, Prag. Von Leipzig bis Reizenhain sind es 100 Kilometer und von Reizenhain nach Prag sind es auch 100 Kilometer. Wunderschöne Strecke ausgesucht. Dort oben auf dem Berg sind wir dann 840 Meter hoch. Wir machen erst eine kleine Runde hier an der Grenze lang Richtung Reisigmühle. Dann machen wir an der Grenze
und dann machen wir neu auf den Berg. Im Molzhaus soll auch der Stürmerkerl eingekehrt sein, mehrfach. Das Böhmisch-Reitzenhain war ein schönes Dörfchen, 226 Einwohner. Und hier hat dann eben diese Gründung im Molzhaus stattgefunden. Besonders ist dort der Revierförster Josef Womelka zu erwähnen. Fritz Hengst gab einen geschichtlichen Abriss. Nun aber zum Start. Wie viele Kilometer sind Sie fahren? Also es kann jeder selbst abstecken, ob er bis 2 Kilometer bis zum Malzhaus auf böhmischer Seite fährt oder dann 10, 20 oder 30 Kilometer die Runden des Öfteren dreht. Also jedem ist hier freigestellt, was er heute für seinen Körper tut. Ist auch für die Zukunft so etwas Ähnliches geplant? Wir hoffen natürlich, dass das der Ansporn ist und dass im kommenden Jahr in Verbindung noch mehr mit 13 Hainer Sportfreunden diese Wintersportveranstaltung vorbereitet und durchgeführt wird. Wie schon erwähnt, es geht über tschechisches Terrain. Lothar Albrecht öffnete ganz unproblematisch diesen Grenzzaum. Sehr schön, dass sich viele in historischer Kleidung auf Strecke befanden. Eine solche Veranstaltung zu organisieren, macht sicherlich sehr viel Aufwand. Wir sind eigentlich glücklich, dass alles so reibungslos mit vielen Initiativen der Marienberger Sportfreunde vom WSV geklappt hat, dass wir heute nach Jahrzehnten diesen Grenzübergang, den vor uns bereits tausende Fuhrleute, Händler, Bascher, Soldaten genutzt haben, dass wir heute wieder diesen Grenzübergang erstmals wir sowieso in unserem Alter nutzen dürfen. Natürlich sind wir ein Stück des Weges mitgefahren, haben sozusagen die Aktiven begleitet. So, unsere traditionellen Volkssportler sind auch wieder eingetroffen hier. Ski heil, haben wir am Anfang gesagt. Ski sind heil. Ja? Ski sind heil. Fast heil. So, wir warten hier der erste von dem ganzen großen Team hier als Reitzenhain. Ja. Wer soll denn? Die ist mit Propeller. Die hat den Wind gemacht mit einem Ruck. Das ging ab wie der Post. Ja. Jetzt im Ernst, 2, 3 Gedanken zu diesem Lauf hier. Hervorragend. Schöne Atmosphäre. Schön, dass noch ein paar Teilnehmer mehr gekommen sind, als wir ursprünglich so gemeldet hatten. Aber es war dufte, war schön. Reitzenhain ist wieder mal aufgelebt. Wunderbar. Hoffentlich geht es weiter so. Ich glaube, wenn die letzte Zählung gestimmt hat, 420. Aber wir waren echt, ich will es so sagen, überlastet, nicht belastet. Ein guter Grund, eine Nachauflage zu starten? Ja, ein sehr guter Grund. 100 Jahre Skisport wurde vor 20 Jahren, also 1996, begangen. Leider gab es keine Nachauflage mehr. Neben dem Dahingleiten auf den schmalen Brettern durch die verschneiten Landschaften kann man alternativ auch Schlittschuh fahren. Entweder auf künstlich angelegten sicheren Flächen oder auf zugefrorenen Gewässern. Dabei ist allerdings viel Vorsicht geboten. Vorsicht ist das richtige Stichwort, denn Eisflächen auf frei zugänglichen Gewässern haben eine besondere Anziehungskraft. Nicht nur auf Kinder. Auch Spaziergänger und sportlich Aktive wagen sich derzeit gern aufs Eis. Neben dem Spaß, den die Aktivität an der frischen Winterluft bringen kann, gilt es auf Natureisflächen aber besonders aufmerksam zu sein. Generell sollten nur öffentlich freigegebene Flächen betreten werden. Nur hier kann man sicher sein, dass die Eisdecke die nötige Dicke aufweist. Joachim Weiß, Referent der Wasserwacht Sachsen, warnt trotz der derzeit frostigen Wetterverhältnisse. Temperaturabhängig kann es schon mal einige Wochen dauern, bis das Eis dick genug ist, um Personen zu tragen. Derzeit ist es vielerorts noch immer gefährlich, das Eis zu betreten. Besondere Beachtung sollte man auch den Hinweisschildern an den Rändern der Gewässer schenken. Wichtig ist es auch, sich nie allein aufs Eis zu wagen. Außerdem kann das Eis in unterschiedlichen Bereichen verschiedene Dicken aufweisen und damit nicht überall gleich tragfähig sein. Wenn Sie sich auf der Eisfläche befinden und es knistert und knackt unter Ihren Füßen, sollten Sie sich sofort zurück ans Ufer begeben. Bei Einbruchgefahr gilt, flach aufs Eis legen und den gleichen Weg zurückkriechen, den man gekommen ist. Sollten Sie dennoch ins Eis einbrechen, gilt: Rufen Sie laut um Hilfe, versuchen Sie ruhig zu bleiben und hektische Bewegungen zu vermeiden. Legen Sie die Arme so weit wie möglich auf die Eisoberfläche, denn Sie müssen verhindern, unter dieser Eisoberfläche zu geraten. Wenn möglich, schieben Sie sich flach auf die Oberfläche und kriechen zurück zum Ufer.
Wenn Sie als Außenstehender beobachten, dass eine Person ins Eis eingebrochen ist, sollten Sie unverzüglich den Notruf 112 absetzen. Wenn Sie dem Eingebrochenen helfen wollen, denken Sie auch an Ihren Eigenschutz. Betreten Sie das Eis nur, wenn Sie sich zum Beispiel mit einem Seil vom Ufer aus sichern können. Verwenden Sie Hilfsmittel wie eine Leiter, um das Gewicht besser auf der Eisfläche zu verteilen. Wagen Sie sich nicht zu weit an die Einbruchstelle heran. Reichen Sie dem Eingebrochenen also besser eine Leine, einen Ast oder auch Ihre Jacke, um sich daran festzuhalten, und niemals die Hand. Sollte ein Rettungsversuch nicht möglich sein, halten Sie dennoch Sichtkontakt zu dem Verunglückten und der Unfallstelle und informieren Sie die Einsatzkräfte über die Situation. Soweit, liebe Zuschauer, zu unserem Wintersportblock. Und wenn man dann erschöpft ist und es sich zu Hause bequem machen möchte, was zieht Mann und auch Frau dann gerne an? Eine bequeme Jogginghose. Liebe Zuschauer, heute ist der Tag der Jogginghose. Ja, Sie haben richtig gehört. Und natürlich lassen wir uns das jetzt hier nicht nehmen, diesen bequemen Beinkleid damit zu huldigen. Was für den einen eine bequeme Rumpfledshose ist, ist für manch anderen eine Ganztagesuniform. Aber gut, das muss dann jeder entscheiden, wie er will. Wir müssen uns jetzt noch etwas strecken, deshalb raus aus der Klamotte und rüber zum Polizeireport. Zschopau, Zeugen nach Raub gesucht. Am Mittwoch kurz nach 19 Uhr hatte ein 56-Jähriger Geld von einem Geldautomaten geholt und lief die Mauergasse entlang. Vier Männer kamen ihm entgegen und gingen direkt auf ihn zu. Als er sich umdrehte, wurde er gestoßen, stolperte und stürzte. Als er sich wieder aufrappelte, sah er, dass die Männer in Richtung Gartenstraße davonrennen. Offenbar hatten ihm die Täter seine Geldbörse mit Bargeld, seinen Ausweisen und Geldkarten gestohlen. Der 56-Jährige konnte die Täter nur vage beschreiben. Nach seiner Aussage soll es sich um Männer mit arabischer Herkunft handeln. Diese seien maximal 30 Jahre alt. Drei der Männer hatten dunkle Jacken an, einer eine helle. Alle vier sollen dunkle Hosen getragen haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marienberg unter Telefon 03735 60 60 entgegen. Drehbach, Entgegenkommende kollidierten. Am Mittwochnachmittag befuhr gegen 14.55 Uhr der 40-jährige Fahrer eines Peugeot-Kleintransporters die K8171 aus Richtung Venusberg in Richtung Scharfenstein. Etwa 150 Meter vor der Einmündung S229, Weiler im Grund, kam der Peugeot ausgangs einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Kleintransporter mit einem entgegenkommenden PKW Smart. Durch den Anstoß schleuderte der Smart zunächst an die rechte Schutzplanke und danach über die Fahrbahn in den Graben. Die Smart-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Der Peugeot-Fahrer wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Und wir bleiben in Drehbach, Ortsteil Venusberg. Geschleudert und gerutscht. Am Mittwochabend war gegen 20.15 Uhr der 20-jährige Fahrer eines PKW Renault auf der Scharfensteiner Straße in Richtung Scharfenstein unterwegs. Kurz vor dem Ortsausgang Venusberg geriet der Renault ins Schleudern, drehte sich und rutschte einen Hang hinunter und stieß dabei gegen eine Betonsäule sowie einen Maschendrahtzaun. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.500 Euro. Verletzt wurde hier niemand. Pockau-Lengefeld, Ortsteil Winschendorf, in Kurve frontal kollidiert. Die Bahnhofsstraße aus Richtung Augustusburger Straße in Richtung Rauenstein befuhr am Mittwoch gegen 10.20 Uhr der 38-jährige Fahrer eines PKW Grand Cherokee. In einer Rechtskurve kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Renault-Transporter. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8.000 Euro. Ja, liebe Zuschauer, war wieder ganz schön viel los. Und dazu kommen jetzt noch die Blitzer. Die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeiten am Freitag in Borstendorf auf der S235. Außerdem lauern auch die Kontrolleure im Auftrage des Landratsamtes wieder an den üblichen und bekannten Stellen, also da, wo man sie immer findet. Und außerdem sind auch die Videomessfahrzeuge auf der B174 und B101 wieder unterwegs. Deshalb, liebe Zuschauer, Augen auf
und Fuß vom Gas. Und wir werfen jetzt ein Auge aufs Wetter. Heute Abend und in den Nachtstunden zeigt sich der Himmel leicht bewölkt und wer möchte, kann sich die Sterne ansehen, denn die sind gut sichtbar. Allerdings sollte man dabei eine warme Kleidung tragen, denn die Temperaturen fallen nochmal in den zweistelligen Minusbereich, liebe Zuschauer. Niederschlag ist allerdings nicht in Sicht. Die Werte im Einzelnen: Olbernhau minus 10 bis minus 9, Marienberg minus 11 bis minus 9 und in Schobau werden minus 10 bis minus 8 Grad erreicht. In unseren Kälteorten oben auf dem Kamm kann es bis minus 16 Grad kalt werden. Der Wind weht mit einem leichten Zug um die 5 Stundenkilometer aus Süden. Morgen noch einmal ein Traumwintertag mit leichter Bewölkung und 7,5 Sonnenstunden. Erst in den Nachmittagsstunden erreicht uns leichter Schneefall und die ersten Wolken, die eine Wetteränderung mit sich bringen. Im Gefolge haben sie milde Luft, die sich dann auf die Wochenendtemperaturen auswirken wird. Morgen gibt es erst nochmal frische Temperaturen. In Olbernhau minus 7 bis minus 4. In Marienberg minus 8 bis minus 5 und in Schobau ebenfalls minus 7 bis minus 4 Grad. Der Wind weht aus Süden mit 9 und in Spitzen bis 35 Stundenkilometer. Jetzt der Ausblick. Am Samstag zieht dann die mildere Luft zu uns herein und diese hat wieder viele Wolken und leichten Schneefall für das gesamte Sendegebiet im Gepäck. Die Temperaturen bewegen sich leicht nach oben und es werden zwischen minus 3 und 0 Grad und der Wind dreht auf Westen. Am Sonntag ist der Himmel wolkig und ja, unter die leichten Schneeschauer mischt sich dann auch Regen. Achtung, das kann zu glatten Straßen führen. Das Quecksilber pendelt dann zwischen minus einem und plus einem Grad. Tja, und der Wind kommt aus Südwesten, liebe Zuschauer. Mehr Details für das Wochenende gibt es dann morgen hier bei uns. Und damit sind wir nämlich auch schon wieder am Ende. Das war Megional am Mittwoch. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Mit den aktuellen Nachrichten für und aus unserer Region sind wir pünktlich morgen für Sie hier wieder zur Stelle. Wenn Sie denn mögen, ich auf jeden Fall würde mich freuen, Sie dann wieder begrüßen zu können. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wir sehen uns ja morgen wieder. Ich hoffe das. Tschüss, bis morgen.